Wir haben eben einen richtig starken Fisch hier gefangen und ich habe mich mega erschrocken. Ich muss mich auch gerade richtig zusammenreißen. Schaut mal, was hier rauskommt. Ich habe erst gedacht, der Fisch hätte seinen Magensack während des Drills nach vorne geschoben. Aber habe ich gesagt, nee, Quatsch, das ist ein ganz langer Magen. Und dann haben wir ein bisschen dran gezogen und dann haben wir gemerkt, ich muss mich da echt ein bisschen gerade zusammenreißen, dass das hier definitiv nicht vom Wels ist. Der Wels hat irgendwas hier, ein starker 2-Plus-Fisch, im Fluss eingesammelt. Wahrscheinlich wurde irgendwo ein Tier geschlachtet, die Abfälle einfach in den Fluss geschmissen. Boah, es ist echt krass, dass man sich jetzt hier gerade beherrschen kann. Aber das hat er eingesammelt, hier der Kollege. Und das bringt uns definitiv auf eine Idee, solche Erfahrung. Aber wirklich heftig. Wirklich heftig. Es war schon oft der Fall, dass man Welse gefangen hat, die dann auch teilweise entnommen wurden, wo Steakknochen drin gefunden wurden oder irgendwelches Zeug, ja, was halt Leute, die am Ufer grillen, ins Wasser schmeißen, dass sie das aufsammeln. Aber sowas Heftiges hier in dem Fisch habe ich auch nicht gefunden. Aber in Gewässern, wo sie sowas einsammeln, da haben wir auch mit einer anderen Methode vielleicht eine Chance. Und das wollen wir euch in dem Video zeigen. Euch mal mitnehmen. Wir probieren es aus. Abfahrt. Ja, das Erlebnis mit dem großen Fisch und den Abfällen, die er da uns entgegengespien, gekotzt, kann man glaube ich mal sagen, hat mich nicht losgelassen. Und daher kam man natürlich auf die Idee, die Welse, es gibt viele Gewässer, wo die Welse sehr viel sammeln, auch an dem Gewässer hier, wo wir aktuell unterwegs sind, ist es ganz schwer, Köderfische zu fangen und es gibt einen sehr guten Welsbestand. Also ich vermute, dass die Fische hier viel Krebse fressen, viel irgendwelches Zeug vom Grund aufsammeln. Und da kommen natürlich solche Abfälle, die von irgendjemandem in den Fluss geschmissen werden, den Fischen recht und das nehmen die halt dankbar mit. Es ist natürlich keine coole Sache, Fleischabfälle hier in den Fluss zu schmeißen, aber die Fische stehen anscheinend drauf. So, wir haben uns jetzt Gedanken gemacht, wir wollten das einfach auch mal probieren, gezielt mit solchen Abfällen Waller zu fangen oder ob es überhaupt funktioniert, ja. Und wir haben daraufhin rumtelefoniert, natürlich, er hat Gedärme ausgekotzt, erstmal mit dem Metzger, ob wir da irgendwelche Fleischabfälle bekommen können. Das war aber gar nicht so einfach, denn die meisten Metzger schlachten nicht mehr selbst, sondern kaufen das Fleisch an und zerlegen es dann ein bisschen noch zu Hause im Betrieb und verkaufen es dann in ihrer Auslage. Beim Metzger war es also nicht möglich, größere Mengen von dem Zeug zu bekommen. Und auf der einen Seite ist es vielleicht auch ganz gut so, denn man sollte, glaube ich, nicht irgendwelche Fleischabfälle hier in die Flüsse reinschmeißen. Dafür ist es ja nicht gedacht. Sowas gehört eigentlich nicht in den Fluss geschmissen. Wenn da mal einer seinen Hähnchenknochen nach dem Grillen reinschmeißt, ist nichts dagegen zu sagen. Aber damit probieren jetzt gezielt Welse zu fangen, indem man füttert und Menge da reinschmeißt. Ja, war auf jeden Fall uns nicht möglich, aber dann hatten wir die nächste Idee. Wolfgang hat zu mir gesagt, Mensch, wir können es da auch genauso gut mit Fischabfällen versuchen. Fischfetzen, Fischkadaver, Fischköpfe, bla 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 blub. So, ist klar, das habe ich schon gemacht. Habe am Ebro schon so im Winter Waller gefangen, habe zu Hause schon mit Deadbaits oder mit Fischfetzen immer wieder Welse gefangen. Ihr sicherlich auch. Habt schon beim Zanderangelmann Waller drauf gekriegt. So, Wolfgang hat seine Kontakte spielen lassen, hat bei einem Fischzüchter angerufen und wir haben ein paar, keine riesigen Mengen, aber ein paar Fischabfälle bekommen. Das ist für mich auch vertretbar und wollen jetzt probieren, damit hier gezielt Welse zu fangen. Ganz einfaches Uferangeln, Grundbleimontage, Fischabfälle drauf, ein bisschen Futter bringen und dann probieren, ob die Waller das hier aufsammeln. Es ist ja bestimmt kein Zufall gewesen, der große Wels da mit den Gedärmen, die er uns entgegengespuckt hat. Da kommt er! Schwer beladen. Was hast denn du dabei? Mais? Schwerer Eimer. Alter Vater. Wir haben genug bekommen. Oh. Was sind das jetzt, Meeresfische oder was? Nein, was ganz Besonderes. Achtung. Alter. Forellen, also. Forellenzücht oder was? Ja. Kann ich das so an?
Ganz kurz. Ist schon. Der lacht. Boah, ist schon krass. Wo warst du denn jetzt? Bei einer Forellenzucht oder was? Ja, den kenne ich noch. Also die filetieren die runter, verkaufen genau, dann die Filets? Genau, die verkaufen nur die Filets und das ist die Fischabreste. Und die hätte er mir jetzt mitgegeben. Boah, mach nochmal auf. Das sieht ja gut aus, ist zwar sehr geruchsintensiv, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, aber Fini macht das natürlich mega Spaß. So ähnlich habe ich damals auch schon in Spanien geangelt. Damals aus der Not heraus, da haben wir die abgezogenen Zander, also die abfiletierten Zanderreste genommen oder von einem Barsch und haben die auf Grund gelegt, dort in den Gebieten, wo viele Angler mit Pellets geangelt haben. Du kommst gerade mal klar, ne? Ja, und das, ihr erkennt das ja, ne? Forellenfilet abgemacht und die Abfälle uns aufgehoben. Kopf und Schwanzstück, ein bisschen Fleisch hängt noch dran. Noch relativ frisch, aber es stinkt schon gewaltig. Also es ist schon grenzwertig. Nur Forellen da drin und noch andere Fische. Saiblinge sind auch noch mit drin. Saiblinge, das ist das Gleiche. Okidoki, das probieren wir. Alter. Boah. Haben wir jetzt mal ein paar rein und dann hängen wir mal so ein Ding da drauf. Der Versuch macht klug. Bei der Platzwahl, wenn ihr sowas probieren wollt, ist natürlich ganz wichtig, dass das Futter, also in dem Moment die Fischfetzen, auch irgendwo in eurem Angelareal liegen bleiben. Wir haben jetzt hier in dem Bereich eine ganz langsame Strömung am Fluss, 3 Meter Wassertiefe und draußen ballert die Hauptströmung des Flusses vorbei. Wenn ihr jetzt solche Fischfetzen irgendwo in die Hauptströmung ballert, treibt das irgendwo zu weit weg. Natürlich wird es dann auch gefressen, aber nicht dort, wo ihr eure Köder liegen habt. Und wir wollen ja probieren, ein bisschen da einen Futterplatz zu erzeugen, so ähnlich wie beim Pelletangeln, um die Fische vielleicht auch dann so auf den Platz zu ziehen. Und hier an diesem Fluss sind so ruhige, tiefere Bereiche. Relativ selten, also in dem Fall meiner Meinung nach direkt auch ein Magnet für die Waller, denn dort werden sich Futterfische sammeln, die Weißfische sind dort unterwegs, ja. Der Waller wird dort hinkommen zum Raupen und dort bleibt auch unser Futter liegen und dort wird das dann vielleicht auch aufsammeln und das ermöglicht uns natürlich auch relativ stressfreies Angeln, ohne Boot, ohne Schnickschnack, einfach rauswerfen und warten, ob da was angeht. Wir werden jetzt hier ein bisschen anfüttern, hier vorne in dem Bereich, erkennt ihr ja, wo das Wasser sich so ein bisschen dreht. Dann die Ruten vorbereiten und einfach mal da hinlegen. Probier mal. Für uns jetzt auch das erste Mal, was hauen wir da jetzt drauf? Erstmal so ein paar Fetzen da raus und dann warten, was passiert. Genau. Guck mal, da ist ein Stück an die Kante ran. Ein bisschen Wasser hier von dem Sud da mal ausschütten. Seht ihr, wie ölig das ist? So ähnlich wie die Pellets, Waller-Pellets. Ich mache jetzt mal ein Drittel von dem Eimer hier. Boah, ist schon grenzwertig. Also da angle ich doch lieber mit einem Köfi oder mit einem Tauwurmbündel. Boah. Hier sind sogar noch teilweise ganze Fische mit drin. Liegen schön an die Strömungskante da draußen. Haben wir noch leicht drehendes Wasser. Thank you.
Goki. Drittel vom Eimer ist drin. Wir haben jetzt einen Tag ins Land ziehen lassen, das Futter hier ein bisschen wirken lassen. Haben heute ganz schön Wind auf dem Bach, aber jetzt werden wir heute den ersten Ansitz mal wagen. Ich werde erstmal wieder ein bisschen füttern und dann bereiten wir die Montagen vor. So vor, als wird es jeden Tag schlimmer. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Genau dort, wo das Futter eingeschlagen ist, erkennt er schön die Strömungskante. Dort haben wir schon knappe 3 Meter Wassertief. Es fällt hier direkt ab am Ufer. Wir haben jetzt für das Wurfangeln uns 2 Solid-Routen eingepackt mit Stationärrollen unten. Die Routen haben eine Länge von 2,90 Meter, also optimal eigentlich, um werfen zu können. So, und ich habe jetzt mal hier die Sachen vorbereitet, wie wir unsere Grundmontagen easy going zusammenbauen können. Wir haben hier am Angelplatz nicht viel Strömung. Da habe ich jetzt hier so ein schweres Blei von meiner Karpfenfischerei am Fluss einfach eingepackt. Hat knapp 230 Gramm. Auf das Blei werden wir obendrauf einen Wirbel setzen. Einfach so, dass es ein bisschen besser läuft. Wir müssen es jetzt mal testen, ob wir mit einem Festblei oder mit einem Laufblei da mehr Erfolg haben. Ich hänge es einfach jetzt an so einen Wallerwirbel mit Karabiner. Als allererstes aber werden wir uns eine Schlagschnur auf die Rolle ziehen, denn wir haben hier sehr, sehr viele Steine im Fluss. Ich habe jetzt hier als Hauptschnur die 0,55er Zeus G2-Line drauf. Die kann schon einiges ab, aber hier in dem Revier, wo wir aktuell unterwegs sind, sind so viele Steine am Flussgrund. Deswegen auf jeden Fall eine Schlagschnur einsetzen, dass wir da nicht Gefahr laufen, beim Grundangeln einen Abriss zu bekommen. Ich lege die beiden Schnüre jetzt gegeneinander. Ich nehme jetzt erst meine normale Hauptschnur, lege die mir so zurück. Steht eine Schlaufe. 7-mal gehe ich durch diese Schlaufe. Mache das Ganze feucht und ziehe das langsam an, dass sich die ganzen Knotenwicklungen schön nebeneinander legen. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite jetzt auch. Die rote Schnur hier ist die Schlagschnur. Zurücklegen, dass sich so eine Schlaufe bildet und dann 6 bis 7 Mal wieder die in dem Fall dickere Schnur durch die entstandene Schlaufe wickeln. Anfeuchten. Zusammenziehen. Da könnt ihr den Schlagschnurknoten eures Vertrauens benutzen. Jeder macht da sein Ding ein bisschen anders, aber ich vertraue diesem Knoten zu 100%. Lasse jetzt die beiden Wicklungen gegeneinander laufen. Starker Zug drauf. Ans Ende ein kurzer Sicherungsknoten, dass auf jeden Fall da nichts mehr rutschen kann. Überstehenden Enden abschneiden. Das gleiche auch nochmal bei der Schlagschnur. Und schon geht's los.
können wir aufspulen. Viele fragen ja immer, wie viel Schlagschnur muss auf die Rolle. Ich sage in der Regel so 3 bis 4 Rutenlängen, also 10 bis 12 Meter. Schlagschnur ist montiert. Hier ziehen wir jetzt gleich auf das Ende den Wirbel auf, der unser Blei trägt. Wir probieren es jetzt erstmal mit einer sogenannten Laufbleimontage. Die Ruten werden wir später eher am Ufer hier senkrecht aufstellen, wie beim normalen Welsangeln, die Bremsen fest einstellen. Weil wir die Montagen ja werfen wollen, damit sich da nichts vertüttelt, möchte ich gerne so einen Abstandhalter einsetzen. Als erstes nehmen wir uns jetzt mal hier eine Gummipelle. Schieben die hier drauf. Die ist jetzt dafür gedacht, dass der Wirbel so einen kleinen Stopper hat. Und jetzt setzen wir so ein kurzes Stück von dem steifen Silikonschlauch hier ein. So ähnlich oder so gedacht als eine Art Anti-Tangle-Röhrchen. Ja, beim Fiedern kennt ihr das ja, beim Aalangeln. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich meine relativ dicke Schlagschnur hier durchkriege. So, da haben wir es geschafft. Das andere Ende setzen wir wieder hier eine Gummipelle. Und hier knoten wir jetzt schon unseren Wirbel an. Nämlich einen ganz normalen Wallerwirbel, wie ich ihn sonst auch einsetze. Jetzt kommt sogar mal wieder die Sonne raus. So. Das Grundsystem ist fertig. Hier erkennt ihr jetzt schön, was der steife Silikonschlauch für mich für einen Grund hat. Einfach nochmal einen Abstandhalter jetzt zum Vorfach hin, dass ich beim Wurf nichts verwickeln kann und dass es auch später auf Grund schön durchlaufen kann. Wir machen jetzt auch hier überhaupt kein großes Hexenwerk. Ich setze einen 6-0er Megahook ein. Und nutze auch gleichzeitig unser Zeus Universal Leader als Vorfach. Die Schnur ist so mega abriebsfest, da dürfte nichts passieren. Ich gehe jetzt mal ungefähr auf 80, 90 cm, vielleicht 1 Meter Vorfachlänge. Irgend sowas, wenn die Fische jetzt auf dem Futterplatz sein sollten oder besser gesagt unsere Fischkadaver da einsammeln. Ich glaube, dann sind sie eh nicht zimperlich, wenn sie auf den Geschmack gekommen sind. Den Haken fixiere ich ganz normal mit einem No-Knot-Knoten. Ich habe jetzt ins untere Ende so einen kleinen Stopperknoten reingemacht, also einen normalen Knoten in das Vorfachmaterial. Legt es mir hier hinten an. Wickelt 7-mal zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und gehe mit dem Schnurende wieder von hinten nach vorne durchs Hakenöhr durch und fertig ist der ganze Knoten. Ohne Schnickschnack, ohne Klimbamborium. Ich werde jetzt hier auch auf den Schlauch verzichten, weil der Haken hat jetzt so schon perfekte Dreheigenschaften. So, und das untere Ende. Wieder einen kleinen Sicherungsknoten rein und mit meinem System hier verbinden, ist die Montage. So werden wir es jetzt mal probieren. Hier im vorderen Bereich der Wirbel, das Blei trägt, starke Stopperperle, Abstandhalter, Silikon-Tube, noch eine Stopperperle, Wirbel. Und ein circa 1 Meter langes Vorfach hin zum 6-0er Megahook. Jetzt geht's ans Anködern. Das wird, glaube ich, nicht so spaßig. Dann schauen wir mal rein in unsere Wundertüte. Alter Falter.
denke ich, werde den Kadaver hier durch Unter- und Oberkiefer haken. Hängt am besten. Haben sich schon mal gut verändert von gestern auf heute. Bremse werde ich jetzt nicht so fest einstellen wie beim normalen Ansitzangeln. Ich muss das jetzt selber mal testen, habe da keine große Erfahrung mit. Leichte Spannung drauf bringen. So, und jetzt nehme ich dem Wolfi die Kamera ab. Jetzt kann der seine Rute beködern und rausballern. Alter, das ist unglaublich, dieser Gestank. Da ist Aktion drin. Wolfgang? Fühl mal, ist da was? Ja. Hey. Warte, ich mach dir mal die Glocke ab. Erste Aktion jetzt. Hat nicht mal eine Stunde gedauert. Vielleicht noch ein bisschen nach links rüber, nicht, dass er in die andere ausgelegte Rute geht. Mega! Auch gar kein schlechter für den Anfang. Hängt ganz vorne ganz knapp. Ich nehme die Rute. Warte.
Tasten? Ja. Petri! Wahnsinn! Okay, brauchst du eine Zange? Ja, kannst du mir eine Zange holen? Moment. Schuh verloren. Maulfalte. Guck mal, Stefan, der ist voll bis oben hin. Ja, das sind unsere Fischabfälle, die wir heute gefüttert haben. Die wollte haben. Cooler Start. Petri heil. Petri, dank. Wahnsinn, Wahnsinn. Ein Tag hat es jetzt alles gewirkt hier draußen, jetzt am zweiten Tag. Stunde gewartet, kommt der erste Abnehmer. Noch kein Riesenwels, aber ich glaube eben das Futter, was wir reingeschmissen haben, das ist schon weg. Der war echt gut voll, der Fisch. Weiter geht's. Eine Rute steht noch, du machst dann gleich wieder safe. Wir füttern nach. Vini gefällt es natürlich mega hier, dieses Gesudel. Das hält, der Kopf ist das Einzige, was jetzt noch richtig gut hält. Der Rest ist schon zu mauschig. Ich baller sie raus. Wolfgang liegt mit seiner Rute unterhalb von meiner. Es kann natürlich sein, jetzt wie beim Karpfenangeln oder überhaupt beim Angeln im Fluss. Ja, die Rute, die stromab als erstes kommt, also die Fische ziehen ja oft gegen die Strömung, kriegt auch den ersten Fisch. So, Köder sitzt. Wir haben eigentlich schon gedacht, wir haben heute besseres Wetter. Gestern hat es schon fast den ganzen Tag geregnet. Und jetzt kommt der Regen zurück. Mann, Mann, Mann. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Ja. Bisher ist es wirklich ruhig geblieben. Eine Stunde nach dem Auswerfen der Ruten hat Wolfgang einen schönen kleinen Kadaverfresser gefangen. Aber bisher kompletter Totentanz. Wir haben die Ruten nochmal neu geworfen. Es wird auch in ein, zwei Stunden jetzt dunkel. Wir haben jetzt noch ein bisschen der Dinge aus hier. Aber einer ging schon mal an. Ich hoffe, dass es jetzt kein Zufall war. Aber ich glaube nicht an Zufall, denn auch der Kleine vom Wolfgang hat ja ganz schön Kadaver im Schlund gehabt. Und das waren meiner Meinung nach frische Kadaver, die wir heute erst gefüttert haben. Ich glaube nicht, dass die von gestern Nachmittag waren, wo wir das erste Mal hier was reingeworfen haben. Wieder auf die untere Rute. Boah, der steht gut drin. Glocke weg. Wolle, die fressen die Kadaver.
Der ist größer. Uiuiui. Grad einpacken. Ich habe vorhin noch mal eine Ladung von den Kadavern hier draufgeschmissen. Jetzt kurz vorm Dunkelwerden kommt er doch noch. Definitiv größer, macht Fischdruck der Fisch. Steht jetzt auch draußen der Strömung, der Strömungskante. Aber wieder Biss, ne, auf die untere Rute, wie beim Karpfenangeln eigentlich am Fluss. Jetzt zieht er hoch, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass er nicht in unsere andere Rute reingeht. Guter Fisch, guter Fisch. Alter Vater. Richtig, aua, nicht mich beißen jetzt. Ein richtig starker Fisch. Er hat ihn richtig tief genommen. Ob ich ihn rauskriege. Wenn ein Fisch so ein bisschen tiefer schluckt, geht immer langsam mit der einen Hand runter Richtung Schlund und könnt den Haken gegendrücken. Wo der hängt, ganz hier unten drin, hier hängt der Haken. Moment, jetzt hat er mich ein bisschen gebissen, aber das gehört dazu. Ich drücke dagegen und hab. Ah. Mega, ich freue mich. Der nächste Kadaverfresser. Er hat mir jetzt immer gut eingeschenkt hier. Hat er da 1,70 rum, hat er dicke. Petri Heil. Cool. Absolut geil. Ich glaube, wir werden unseren Futterplatz mal aufrechterhalten. Wir hauen da jetzt noch was rein, gehen wieder runter an unser Hauptlager. Aber da bleiben wir mal dran. Dankeschön. Goodbye. Stinkt zwar gewaltig, aber war ja jetzt auf die relativ kurze Angelzeit. Ich schätze mal, wir waren jetzt 8 Stunden hier. Wird jetzt gleich dunkel, heute Mittag haben wir angefangen. Mega, ja. Ist jetzt hier auch natürlich ein Gewässer, wo ein sehr guter Welsbestand ist. Ihr habt es ja auch gesehen, wir dürfen hier in dem Gebiet die Fische zurücksetzen. Wir sind im Ausland unterwegs, aber selbst hier braucht man nicht unbedingt lebende Köfis einsetzen. Die Beobachtung, die Erfahrung der anderen Fische, die wir beim ganz normalen Welsangeln fangen konnten, was die uns da so entgegengewirkt hatten,
und einer sogar dabei mit diesem Gedärms da, hat uns jetzt auf diese Idee gebracht und der Plan geht auf. Also ich denke, ich werde sowas auch mal hier in der Heimat probieren, in Deutschland beim Welsangeln, warum nicht? Wir hauen jetzt hier noch die restlichen Kadaver rein und sehen uns vielleicht schon morgen Abend wieder hier am Spot, aber auf jeden Fall beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss mir jetzt mal hier ein bisschen die Wunden versorgen und eine trockene Hose anziehen. Bis zum nächsten Video, euer Stefan. Ciao, ciao.